Hallo ihr Lieben, ich wollte euch nur ein bisschen erzählen, wie es mir die Woche ergangen ist. Ein kurzer Vlog sozusagen. Ich habe nur noch 2 Wochen und dann kann ich mich Make-up Artist nennen. Dann ist meine Ausbildung zu Ende. Der Donnerstag war wahnsinnig spannend, weil wir hatten das Fitting für die Abschlussprüfung, die jetzt am Montag ist. Also wirklich, alles zack, zack und dann ist es schon fertig. Ein bisschen bin ich auch wehmütig. Mir ist die Klasse total ans Herz gewachsen. Mir ist München total ans Herz gewachsen. Also es hat mir hier sehr, sehr gut gefallen. Auf jeden Fall ist mein Thema für die Abschlussprüfung, ich liebe es ja, die 50er Jahre, das hier ist meine Vorlage. Sehr, sehr schick auf der Rückseite nochmal. Ich war wieder bemüht, wie bei der Zwischenprüfung auch, ein Model zu finden, das Outfit zu finden. Haare und Make-up machen wir auch. Haare bin ich schon fleißig am Üben, weil wie ihr seht, habe ich diese Frisur, die ich machen muss. Und die muss halt gleichmäßig symmetrisch werden. Da dürfen keine kleinen Haare wegstehen. Also da bin ich eigentlich jeden Tag dran, das irgendwie zu üben, damit ich auch ein bisschen schneller werde. Wir haben für Make-up und Haare und Styling des Models 2 Stunden Zeit am Montag und dann werden die Bilder gemacht. Also das ist eine kleine Herausforderung, die aber auf jeden Fall zu meistern ist. Ja, Donnerstag war das Fitting. Die Make-up Artist Factory hat auch ein bisschen was aufgenommen und einen kleinen Impressionsfilm für euch zusammengeschnitten oder generell für Interessierte zusammengeschnitten, die gerne mal wissen wollen, wie es da so abläuft. Das verlinke ich euch einfach mal. Ja, generell ist ein Fitting dazu da, um zu gucken, passen die Sachen im Model, wie sehen überhaupt die Kleidungsstücke zusammen aus? Ist das Outfit dem Thema entsprechend oder sollte man vielleicht noch was besorgen oder kann man das Ganze noch mit einem Accessoire aufpeppen oder passt vielleicht das Oberteil zu einem Rock besser, obwohl man sich das ganz anders vorgestellt hat. Also das Ausprobieren ist super, super wichtig und auch die Sachen an dem Model sehen, weil manche Sachen stehen dem Model vielleicht auch gar nicht so gut und man will ja, dass es einen Gesamteindruck gibt, der stimmig ist und nicht nur, dass dann ein Teil hervorsticht und der Rest geht total unter. Das Bild soll einfach an sich total rund werden. Ich hatte eine Menge Kleider dabei und ich hatte am Mittwoch auch schon eine Menge Kleider hier hängen und war dann, ich mir so gedacht, ich bin nachmittags von der Schule nach Hause gekommen, habe dann noch ein bisschen was gemacht und dann habe ich mir so gedacht, nee, irgendwie stellt mich das gar nicht so zufrieden und ich bin dann nochmal auf den letzten Drücker in die Stadt gefahren, hatte echt nur noch so 1,5 Stunden Zeit, das perfekte Kleid in meinen Augen zu finden und ich habe es geschafft. Also meiner Meinung nach war es das dann am Mittwochabend und ich hatte noch wahnsinnig Glück, das war reduziert von 120 Euro auf 30 Euro, also wirklich ein Schnäppchen. Und ich habe es dann einfach mitgenommen in der Größe von meinem Model, das ich natürlich vorher gefragt hatte, welche Schuhgröße und Kleidergröße sie hat. Und dann haben wir das am Donnerstag ihr angezogen und es hat perfekt gepasst und es sieht wunderschön aus. Ich schneide euch einen Teil da mal gleich hinten dran ans Video und genau dafür ist halt das Fitting da. Ich habe dann halt noch gesehen, dass vielleicht noch ein Perlenarmband und ein paar Handschuhe schön zum Outfit wären. Das sind dann aber so Kleinigkeiten, die einem gar keine Kopfschmerzen mehr bereiten, weil man auch durch die Zwischenprüfung total schon weiß, wo man was besorgen kann, wie lange man dafür braucht, welche Lieferversand wie schnell liefert oder wo man in München in der Stadt solche Sachen einfach findet. Also da bin ich sehr, sehr viel entspannter an die Sache rangegangen, als ich das noch vor 3 Wochen gemacht hätte. Das hat mich wahnsinnig weitergebracht.